Heute schauen wir uns mal den Samsung-Fernseher aus der Q70D-Serie an. Ich sag euch, das wird ein interessanter Blick darauf sein. Also bleibt dran, schau genau hin und überleg dir vielleicht, ob das Modell was für dein Wohnzimmer wäre. Lass uns in die Details eintauchen. Das Air Slim Design vom Fernseher ist echt ein Hingucker. Filigran und minimalistisch. Da kommt richtig Eleganz ins Spiel. Wenn du den Fernseher an der Wand hast, schaut's fast so aus, als würde er mit der Wand verschmelzen. Ist echt faszinierend, wie dünn die das hinbekommen haben. Ah, der Bildschirm von diesem Fernseher ist was ganz Besonderes. Mit der Quantum Dot Technologie kriegst du Farben, die so intensiv und lebendig sind, dass du den Unterschied zur Realität kaum noch merkst. Wir reden hier von 100% Farbvolumen, was bedeutet, dass die Farben unter allen Lichtbedingungen einfach spitze bleiben. Dazu kommt noch das 4K AI Upscaling, was deine Inhalte nahezu auf 4K-Qualität hochzieht. Also selbst wenn die Ausgangsqualität nicht die beste ist, macht dieser Fernseher das Beste draus. Und für die Gamer unter euch, der Motion Accelerator mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz in 4K sorgt für ultra-smooth Gaming ohne Verzögerung und Bewegungsunschärfe. Dank Dynamic Refresh unterstützt das auch VRR-Games. Noch mehr Power gibt's durch den Quantum Processor 4K, der dank KI alles von Bild bis Ton optimiert und für schnelles Wechseln von Programmen sorgt. Quantum HDR liefert dir dann Filmqualität direkt ins Wohnzimmer mit super Kontrasten und scharfen Details. Besonders stolz ist Samsung auf die Pantone-zertifizierte Farbdarstellung, also echte Farbpräzision, wie du sie nur hier findest. Die Dual-LED-Technik passt die Farben dynamisch an, was die Inhalte noch realistischer macht. Der Eye Comfort-Modus schützt deine Augen, indem er die Helligkeit automatisch anpasst, und FreeSync Premium sorgt für ruckelfreies Gaming. Mit der Gamebar kannst du dein Gaming-Erlebnis individuell anpassen und Philips Hue Sync bringt dein Lichtspiel auf ein neues Level, indem es die Beleuchtung an das Geschehen auf dem Bildschirm anpasst. Echt beeindruckend, was dieser Fernseher alles kann. Jetzt reden wir mal über den Sound von diesem Fernseher. Einfach beeindruckend. Mit Q-Symphony schafft der Fernseher eine perfekte Harmonie zwischen TV und Soundbar. Der Clou dabei ist, dass beides gleichzeitig spielt und so ein richtiges Surround-Sound-Erlebnis erzeugt, ohne dass du die Fernsehlautsprecher ausschalten musst. Dann haben wir noch das Object Tracking Sound Light, kurz OTS Light. Das bringt dir virtuellen 3D-Surround-Sound, der die Bewegung auf dem Bildschirm verfolgt. Stell dir vor, du hörst den Sound nicht nur von vorne, sondern auch von oben. Das zieht dich direkt ins Geschehen rein. Für alle, die beim Fernsehen wirklich jedes Wort verstehen wollen, gibt's den Active Voice Amplifier Pro. Diese AI-gestützte Technologie isoliert Stimmen und hebt sie hervor, damit du auch bei Nebengeräuschen alles klar und deutlich verstehst. Zu guter Letzt der Adaptive Sound Pro. Diese Technologie passt den Klang anhand des Raums und des Inhalts an, damit alles genau so klingt, wie es sollte. Die AI-Audioverarbeitung optimiert alles, von der Sprachverständlichkeit bis zum Klangbild. Also egal, was du schaust oder hörst, es klingt einfach fantastisch. So, jetzt kommen wir zum Smart TV Teil von diesem Fernseher. Das ist wirklich was für Technikfans. Der Samsung Tizen OS macht's möglich, dass du auf eine riesige Auswahl an Unterhaltung zugreifen kannst, ganz ohne zusätzliche Geräte. Fangen wir mit dem Samsung TV Plus an. Hier bekommst du über 200 kostenlose Live-TV-Kanäle und tausende Filme auf Abruf. Das ist komplett kostenlos, also kannst du dir einfach aussuchen, was du schauen möchtest, ohne extra was zahlen zu müssen. Dann gibt's da noch den Gaming Hub. Für die Gamer unter uns. Du brauchst keine Konsole mehr, weil du direkt über den Fernseher auf Cloud-Gaming-Dienste und über 3000 Konsolenspiele zugreifen kannst. Das ist echt praktisch, weil du alles direkt über den Fernseher steuern kannst und basierend auf deinem Geschmack Spielempfehlungen bekommst. Außerdem ist da die Daily Plus App, die dir hilft, deine täglichen Aktivitäten zu verwalten, und SmartThings, womit du all deine kompatiblen Geräte direkt über deinen Fernseher steuern kannst. Das macht alles so viel einfacher und bequemer. Und keine Sorgen wegen der Sicherheit. Samsung Knox Security sorgt dafür, dass deine Privatsphäre und persönlichen Daten sicher sind. Also alles in allem bietet dieser Smart TV eine Menge Features, die deinen Alltag und deine Unterhaltung aufs nächste Level bringen. So, das war's mit unserer heutigen Schau auf den Samsung-Fernseher aus der Q70D-Serie. Ich hoffe, das Video hat euch ein paar gute Einblicke gegeben. Wenn ihr mehr erfahren wollt oder den besten Preis für dieses Modell checken möchtet, schaut unbedingt in die Beschreibung. Da habe ich alle wichtigen Links für euch hinterlegt. Falls ihr Fragen habt oder eure Erfahrungen teilen wollt, lasst uns doch bitte einen Kommentar da. Ich bin schon gespannt, was ihr zu sagen habt. Und wenn euch das Video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So verpasst ihr kein Video mehr von uns. Ich freue mich darauf, euch bald wieder zu sehen. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Fernsehen oder Zocken mit eurem neuen Samsung-Fernseher.